Ja, hallo liebe Weinfreunde, willkommen mal wieder zu Werner Vino. Heute mit einer Spezialfolge. Es weihnachtet. Deswegen heute mal von zwei Orten quasi eine Folge. Wir fangen in Würzburg heute an. Der Praterale startet dann im zweiten Teil aus Wien seine Weihnachtsfolge. Und heute auch sehr viel Besuch da. Hallo. Hallo. Ja, wir haben heute mal alle Kameraexperten anwesend. Das ist mit Sicherheit mal was ganz Neues heute. Das Thema der Sendung ist heute der gemischte Satz. Gemischter Satz ist ja ein bisschen was anderes zur Cuvée. Die Cuvée ja eher eben Weine, die einzeln ausgebaut werden und dann eben zusammen verschmolzen werden zu einem neuen Wein sozusagen. Dagegen der gemischte Satz ist ja echt eine relativ alte Anbaumethode, wo man dann eben die Reben im Weinberg zusammen anbaut, zusammen erntet, zusammen keltert. Und hier kommt dann eben auch ein spezieller Wein raus mit teilweise 10, 15 Rebsorten. Haben die heutigen, glaube ich, nicht. Habt ihr eigentlich schon mal so Erfahrungen gesammelt mit dem gemischten Satz? Ich bin da ganz jungfräulich in der Hinsicht. Also ich bin da jetzt auch überhaupt noch nicht auf den Geschmack oder auf den Trichter gekommen. Ja, also die Österreicher haben sich das ein bisschen sichern lassen, dieses Prinzip. Der Wiener gemischte Satz wird auch in Wien dann im zweiten Teil kommen. Aber wir sind hier in Franken, also gibt es hier mal einen fränkischen Satz. Franken, so wie es sich gehört. Hier als erstes erstmal Tauberfranken. Das ist der Wertheimer Alterssatz. Das ist jetzt Baden, aber eigentlich Franken, Tauberfranken. Ist ein gemischter Satz von, ein Alterssatz, ein fränkischer Satz von dem Weingut Alte Grafschaft, was wir auch schon mal hier vor kurzem vorgestellt haben. Ist ein aufstrebendes Weingut, kann man sagen. Und hier eben einer der Einstiegsweine für 9 Euro. Ein fränkischer Satz, erstmal für die beiden Kamerakinder hier. Dankeschön. Dankeschön. Kreuzwertheim hast du gesagt, gell? Wertheim. Alte Grafschaft, die kommen aus Kreuzwertheim. Aus Kreuzwertheim. Muss man schon unterscheiden, weil das ein anderes Bundesland ist als Wertheim. Ah ja. Mhm. Wertheim ist Franken. Bundesland Franken. Ja, ja. Zum Wohl. Zum Wohl. Da kommt schon der... Das kann man nicht sagen, dass da so eine Rebsorte so richtig im Vordergrund steht. Was ich hier auf jeden Fall merke, ist der Muschelkalk, der hier durchkommt. Also Rebsorten, die hier vorkommen, sind der Silvaner, Müller-Thurgau, das sind die beiden Hauptvertreter, und noch Kerner und Bacchus. Also 4 Rebsorten, die hier zusammen ausgebaut wurden. Die Farbe ist ganz hell. Mhm. Ja, also ich finde so für den Einstiegsbereich ist es mit Sicherheit ein schöner Wein für 9 Euro. Ist nicht komplett trocken, hat ein bisschen Restsüße. Ist auch ein bisschen... Ja. Also nicht so ein dünner Wein, nicht so klar, prägnant. Auch, ist auch nicht, also das sind so, ich würde ihn eher so ein bisschen barocker nennen. Barocker, das ist das Wort, was mir gefehlt hat, barock. Wie findet ihr den so? Ja, interessant auf jeden Fall. Ja. Durchaus interessant, und wie du schon gesagt hast, also der Kalk kommt zur Geltung so ein bisschen. Relativ
frisch, schmeckt er, finde ich. Hm? Ja. Und der ist auch schon 3 Jahre. Frisch und erfrischend, ja. Mhm. Also ist so trotz barocken Geschmack. Ja, also ich finde ihn so ein bisschen barocker vom Volumen her. Vom, ich finde ihn relativ dickflüssig auch. Ja, der schmeckt festlich. Mhm. Schon was Besonderes. Alkohol, sehr moderat, nur 12 Volumenprozent. Oh. Ist relativ, möchte ich sagen, leichter Wein, aber also ist jetzt nicht unbedingt die Alkoholbombe. Ich finde jetzt so nach einer Zeit kommt der Kerner so ein bisschen durch. Der Kerner geht so ein bisschen in die Riesling-Schiene. So ein bisschen. Mhm. Und ich finde, der kommt hier ein bisschen raus. Aber erst jetzt, also ganz am Anfang. Aber er hatte vor allem eins, das ist Fließgeschwindigkeit. Auf jeden Fall. Ja, ganz, ganz wenig Säure, ne? Relativ wenig Säure, ja. Also liegt wahrscheinlich auch ein bisschen am Jahrgang. 2015 war jetzt eher der Jahrgang, der eigentlich relativ hohe Alkohol gerade hervorgebracht hat. Also deswegen sind 12% eigentlich nicht so hoch anzusiedeln, vor allem eben für 15. Und dann hier die Säure, das heißt, nicht so viel Säure, aber trotzdem so eine erfrischende Säure, also nicht zu sauer, wie du immer sagst. Genau, also ich finde es angenehm. Klar, angenehm. Klar ist ein bisschen Säure, Säure drin, da, aber und das merkt man einfach. Aber die ist nicht so dominant. Genau, die haben die Trauben relativ reif gelesen, aber auch ein bisschen früher gelesen. Also haben nicht gewartet, bis die Öchse gerade in die Höhe geschnellt sind, sondern haben relativ reif und gelesen, dass das ist einfach ein schöner, leichter Wein wird, so ein bisschen. Ja, aber wir haben noch einen zweiten gemischten Satz heute. Oh. Ja, auch ein Weingut, wo wir schon mal da waren. Genau, wir haben jetzt hier den Kapellenberg aus Frickenhausen, fränkischer gemischter Satz vom Weingut Bickelstumpf. Der Matthias Stumpf nebenbei, nochmal herzliche Grüße und viel Glück im Eheleben, muss man ja auch mal rüber schicken. Und hier eben auch ein 2015er gemischten Satz, hier fränkischer gemischter Satz, damit man eben nicht mit dem Wiener gemischten Satz konkurrieren muss. Und einen schönen Verschluss gibt es auch. Den gibt es auf jeden Fall. Und hier sind vor allem richtig krasse Sorten drin. Also wir haben hier Elbling, wir haben Gutedel, Muscatella, Silvaner in dem gemischten Satz drin. Also auf jeden Fall wird das, glaube ich, was ganz Interessantes. Plopp. Kamerakind. Danke. Du hast noch? Mhm. Es wäre doch mal ganz interessant jetzt, wenn du mal kurz dein Glas gibst. Die Farben sind so unterschiedlich. Das ist schon krass, oder? Mhm. Also kommt Kamera, ganz gut rüber. Ist deutlicher wie fast hier unter dem Licht. Die Nase ist interessant. Da sind lauter verschiedene Aromen drin. Eine Muscatella kommt auch so mit dem, also so diese Nase kommt da besonders gut durch mit dem
mit diesem leichten Rosenduft. Kamerakinder zerlegen fast schon einen Keller hier im Hintergrund. Dann wollte man ein bisschen für Randale sorgen in der Weihnachtssendung. Es soll eher was Besinnliches doch heute sein. Mhm. Weihnachten, Besinnen, Besinnlichkeit. Besinnungslosigkeit. Nee, das machen wir nicht. Wir sind hier ein Education Channel, da müssen wir auch ein bisschen dafür sorgen, dass man mit Alkohol ein bisschen vernünftig umgeht. Ich sehe Nicken im Hintergrund, das könnt ihr jetzt nicht sehen, aber... Nein, wir haben uns das Lachen verkniffen. Also ich finde, das ist hier eine tolle Nase. Ja. Da kommt auch wirklich so vom Elbling so ein bisschen was durch. Neben der Muscatella, die finde ich jetzt relativ dominant. Aber auch wieder der Muschelcharakter hier extrem zum Vorschein kommt. Wow. Wow. Es ist wirklich mineralig pur. Relativ die Frucht da oben relativ im Hintergrund, also ziemlich zu vernachlässigen eigentlich. Aber wirklich hier die Mineralik pur, der Muschelkalk aus Frickenhausen, der kommt hier einfach mega durch. Tolle Sache. Und ich weiß nicht, liebes Publikum, ob ihr es hören könnt, aber wir haben sogar Weihnachtsmusik dazu aus der Wohnung über uns. Da wird Klavier gespielt. Ah. Ich habe noch gerätselt. Mhm. Ja. Es ist doch auch mal schön, hier ein bisschen Hintergrundmusik. Hoffentlich will die GEMA von uns nichts hören. Aber ich denke mal nicht. Ist halt selbstgemachte Musik. Und nebenbei wahrscheinlich eh traditionell überliefert von dem her. Ja. Würdet ihr den preislich einschätzen? So? Das ist eine gute Frage, wollte ich auch gerade stellen. Mehr wie 9 Euro? Ja, schon ein bisschen mehr. Da sind wir so bei 18 Euro. 18, ja. Wollte schon fast behaupten, fast. Ja, eigentlich das Doppelte. Geklaut, ja. Aber ich finde ihn schon stärker. Aber du hast ja immer noch nichts im Glas. Ja, ich genieße halt. Kannst ja mal aus meinem Glas kurz probieren, damit du mitreden kannst. Also, wie gesagt, Matthias, okay. Stumpf, du merkst es, oder? Ja. Also, der Matthias... Flintig, oder? Flintig. Ein bisschen, das Wort flintig. Hatten wir schon so lange nicht mehr. Ich das stimmt. Das so toll. Wir müssen mindestens einmal im Jahr das Wort flintig einbauen in die Sendung. Genau, flintig, also so ein Feuersteinnoten, die hier einfach zutage treten. Also, auf jeden Fall ein richtig, richtig, richtig toller... Ja, komplett anderes Aroma. Mhm. Viel geradliniger, würde ich sagen. Bei weitem nicht so barock. Genau, das ist eben die Stilistik von Matthias. Geradlinig, er möchte einfach nicht irgendwie jetzt barocke Weine haben. Er möchte einfach seine Linie einfach in jedem Wein erkennbar haben. Und das haben die Silvaner, das haben bei ihm... Die Burgunder, das haben die, ja, das hat der gemischte Satz genauso, also wirklich schön. Ja. Ja. Jetzt müssen wir auch noch Punkte vergeben. Das müssen wir erstmal mit den hier machen, oder? Der ist noch gerade im Glas. Es ist für einen gemischten Satz schon echt gut. Und jetzt so mal der zweite Geschmack. Der ist top. Ich lehne mich jetzt mal ein bisschen aus dem Fenster raus. Ich würde so zwischen 46 und 47 Punkten sehen. Zustimmendes Nicken.
Das ist jetzt die Frage, 46? Ach, das ist Weihnachten. 47 Punkte. Jo. Toller Wein. Für das Preis-Leistungs-Verhältnis richtig gut. 47 Punkte. Jetzt müssen wir nochmal den zweiten hier kurz probieren. Jawohl. Also besser gesagt, den ersten nochmal probieren. Du hast ja noch. Ja, aber ich nehme nochmal dazu. Ach so. Danke. Und? Es ist verhaltener jetzt, nachdem. Wir haben ja auch unterschiedliche Preisklassen, wir haben ja unterschiedliche, eigentlich auch unterschiedliche Regionen so ein bisschen. Also hier eher eben die Gegend, wo die Tauber in den Main mündet. Davor nur Main. Wie liegt der preislich? Der 9. Mhm. Also ich finde ihn nicht schlecht. Ich finde ihn nur im Vergleich zum zweiten ein bisschen blasser, wenn man das sagen darf. Das stimmt, das finde ich auch. Aber es ist persönlich für mich heute der Favorit. Okay. Ja, von den beiden. Er ist blasser, aber er umspielt die Zunge und den Gaumen viel mehr. Mhm. Er ist viel, er ist viel gefälliger und barocker, ja? Mhm. Aber das ist, ja. Nee, aber da ist schon was dran. Mhm. Genau. Ja, er ist nicht schlecht. Er ist wirklich nicht schlecht. Nee, wirklich nicht. Nee. Und für auch ein sehr gutes Preis-Leistungs-Verhältnis, da würde ich ihn jetzt auch so bei 42 sehen. 42 Punkte hat er verdient für den Preis. Schenken wir ihm auch einen noch für Weihnachten, oder? Das Ach so, ja. Der Fairness halber, ja. Okay, dann sind wir bei 43, ja. Okay. Besser gesagt, morgen ist ja Bescherung, wir haben ja heute den 4. Advent. Ja, die 4 Kerzen brennen schon bei uns. Der Adventskranz freut sich. Ist immer eine schöne Sache, so in der Adventszeit. Und ja, hat was. Übrigens, was gibt es bei euch denn so an Weihnachten üblicherweise? Ente. Ja, Ente ist immer gut. Was gibt es eigentlich bei uns? Reh. Ach, Reh-Ragout. Ja. Auch was sehr Leckeres. Ja. Da ist aber eher auch aus dem tauberfränkischen Bereich. Mhm. Aber da brauchen wir dann eher was Rotes dazu, würde ich jetzt einfach mal sagen. Genau. Was kann man noch so, was ist an Weihnachten so wichtig eigentlich? Was wichtig ist? In der Familie beisammen sein. Ich glaube, da gehen die Ideen ganz auseinander, oder? Geselligkeit wahrscheinlich, insgesamt. Hm. Oder? Ja. Auch mal Ruhe aber einfach. Auch Besinnlichkeit. Ja, so ein bisschen runterkommen. Genau. Vom Alltag. Ja. Genau. Und zu sich zurückfinden. Dass man einfach die Zeit mit Leuten, die einem wichtig sind, so ein bisschen verbringt. Ich glaube, das ist das Wichtige. Ja. Und dadurch ein bisschen Kraft tankt. Mhm. Ja, aber ich glaube, wir geben jetzt auch langsam mal an den Praterralle nach Wien rüber. Wir wünschen euch auf jeden Fall alles Gute für Weihnachten, fürs Fest. Wir wünschen euch frohe Weihnachten, ein frohes Fest und natürlich, wie wir hier in Würzburg auch noch sagen, einen guten Beschluss. So ist es. Ja. Frohe Weihnachten, Merry Christmas. Ja. Frohe Weihnachten, guten Beschluss. Und gönnt euch eine besondere Flasche zu Weihnachten. Oder auch zwei. In diesem Sinne, macht's gut und wir schalten rüber. Tschüss. Tschüss. Ja, servus Burki, vielen Dank für die Überleitung. Wir sind im Wiener Keller. Wir, das heißt nicht nur ich, sondern... Der Kameramann ist auch mal wieder dabei. Hurra. Ja, hurra. Ich grüße euch.
Wir wollen auch unseren Beitrag zur Weihnachtssendung dazu steuern. In Franken ist ja auch ein gemischter Satz oder ein fränkischer Satz probiert worden. Wir haben jetzt den richtigen gemischten Satz, nämlich Wiener gemischten Satz. Ich halte es mal kurz rein. Da mehr ins Licht, man sieht es ja. Mehr ins Licht, nur nicht unterbelichtet. Ich bemühe mich drum, aber es hängt da mehr mit dem Menschen zusammen, der vor der Kamera ist. Ja, also rot ist aus. Die Ried, Langteufel, Nussberg. Wiener gemischter Satz. Das Weingut Rotes Haus. Also Bezirk Nussdorf ist das dann, ne? Ja. Oder? Ja. Ja. In Transdanubien. Weil für die Nein. Wiener doch alles, was über der Donau ist. Ja, aber Nussdorf ist doch nicht Transdanubien. Bist du sicher? Na sicher. Sitzinger um die Ecke. Nein, das werden wir eruieren. Ja, das ist. Das werden wir eruieren, obwohl der Kameramann ist länger als ich in Österreich. Jetzt gehen wir auch mal zum Wein. Also, Weingut Rotes Haus gehört mit zum Weingut Meier am Fahrplatz. Da gehört noch ein drittes Weingut dazu. Das werden wir aber alles im Detail genau darstellen können, weil für Jänner ist ja, Januar. Weiter bitte im Text. Können wir nicht schneiden. Ist ein On-Tour-Termin angesagt. Da werden wir uns da mal durchprobieren können. Ich hoffe, der Kameramann kann auch mal mit. Schauen wir mal. Ich werde mich bemühen. Ja. Lage Nussberg. Ei! Ja. Hast du schon probiert? Nein, noch nicht. Ja, dann machen wir. Ist wahrscheinlich die berühmt, also ziemlich sicher die berühmteste Lage in Wien. Wahrscheinlich, oder war zumindest früher auch die berühmteste Lage in Österreich. Wir haben jetzt hier nicht den normalen gemischten Wiener Satz vor uns, sondern kommt also aus einer Einzelriede, Einzellage. Vorwiegende Rebsorten Weißburgunder, Chardonnay, Grüner Veltliner und Neuburger, glaube ich. Es müsste noch was dabei sein. Ich glaube, grauer Burgunder. Ich bin mir jetzt nicht sicher. Kriegen wir raus. Wenn die Nase reinhältst. Ist schon mineralig, oder? Aber wie? Ich rieche schon was Öliges. Das kann nicht sein. Der ist noch relativ jung. Also, was ist das für eine Petrolnote da? Was du, wie schmeckt das? Da ist kein Riesling drin. Ich glaube, da ist noch Traminer drin. Hat so ein bisschen Rose. Traminer erkennst du immer an Rosenduft oder Rosenaroma. Das hat er nicht immer, aber oft. Also der ist noch ziemlich jung, der Wein. Mhm. So, ist ziemlich sicher ein Sponti. Und dieses Aroma zeigt auch einen gekonnten Holzeinsatz. Also der kommt aus dem Holz. Großes Holz, würde ich sagen. Da bin ich mir überhaupt nicht sicher, dass der aus dem Holz kommt. Doch. Wie kommst du da drauf? Ich finde, er hat eine kleine Mineralik. Finde ich gar nicht so klein. Und was ich irgendwie schmecke, ist, dass man verschiedene Sachen, bei mir soll das ja was heißen, auseinanderhalten kann. Und das muss ja nicht unbedingt fürs Holz sprechen. Oder doch? Er ist sehr harmonisch. Ja, es ist, und was ist die prädominante Note hier? Was ist das? Was ich als bisschen Petrolnote sehen würde, wo du sagst, das gibt's hier gar nicht drin. Nein. Was ist denn das? Was ist denn das Dominante? Du hast was einen guten Teil grünen Veltliner drin. Da kommt auch so eine gewisse Exotik rüber. Es ist die Orangenschale dabei, die geriebene. Das müsste vom grünen Veltliner kommen. Du hast ein bisschen Rosenduft. Ich nehme an, Traminer ist drin. Ich bin mir nicht sicher, aber ich würde es mal sagen. Da ist auch so ein bisschen so eine buttrige Note dabei.
buttrig. Ja, und die kommt. Damit meinst du jetzt das Ölige? Ja, das ist eher buttrig. Ist nicht so ölig, ist eher buttrig. Das kommt von den Burgundern. Mango. Was der alles schmeckt. Ja, also es geht in diese Richtung. Und dazu eine tolle Salzigkeit. Also, ich gehe mal davon aus, wir haben hier einen großen Österreicher im Glas. Willst du noch was großen Österreicher ins Glas? Ich hab noch, danke. Auch bei der Säure merkt man es. Tonangebend sind die Burgunder. Also die Säure ist eher moderat. Was meinst du? Ja, stimme ich zu. Er wirkt sehr burgundisch. Das glaube ich auch. Also wirklich extremst burgundisch. Schön eingebundenes Holz. Ich nehme an, das ist ein 500 Liter Fässer. Nehme ich jetzt mal an. Also Barrique ist es nicht. Vielleicht auch etwas größer als 500. Aber kein Stahl. Ich nehme an, im Stahl vergoren, aber das sind Fragen, die werden wir alle im Januar stellen. Weil wir da mit dem Verwalter der drei Weingüter den Termin haben. Man kann 2019 schlechter beginnen als mit dem Termin. Also dass dieser Wein auch... Trink noch mal was ein, bitte. Ah, jetzt doch. Ein Langzeitläufer ist. Stopp. Danke. Sieht man auch am Verschluss. Praktisch alle Weine vom Weingut sind in Schraubverschlüssen. Hier haben wir Korkenverschluss. Das heißt, Langläufer, der ist auf ein Alter ausgerichtet, 10, 15 Jahre bestimmt. Ja, hat er das Potenzial. Also für meinen Geschmack ganz großes Kino. Der kommt über die 45. Man muss dazu sagen, preislich ist er auch nicht ganz günstig. Ja, liegt so zwischen 30 und 40 Euro. Echt? Ja. Ja, mal, du bist in Wien. Ja, ja, da sind die Haltungskosten hoch. Ja. Für die ganzen Hasen und so. Okay. Ja. Jetzt, wie sagt man hier? Jetzt hat er nicht so gespritzt. Ja, also ein super Wein. Und ich finde ihn total elegant. Er schlägt einen nicht. Warum? Warum ist er elegant? Er ist frisch. Er macht Lust aufs nächste Glas. Also mir zumindest. Okay. Ich gehe davon aus, dass er spontan vergoren ist. Warum? Ich weiß nicht, das ist irgendwie so ein Geschmack. Das geht mir immer bei spontan vergorenen Weinen so. Ich kann es nicht beschreiben, aber irgendwie ist da sowas dabei. Ja, das brüllt mich an. Ich bin ein Sponti. Ja. Ups. Willst du noch was sagen oder kommen wir schon zur Bepunktelung? Also zeigt mir, Wiener gemischter Satz. Kann man trinken. Gehört mittlerweile zu den großen Weißweinen auf der Welt. Ja. Also bei einigen Erzeugern, die Riedenweine, hervorragend. Absolut super. Ein Fan, wie wir einen Leib und Seele hier vor uns haben. Du musst bedenken, Wien, die einzige Hauptstadt der Welt mit Weinbau. Mhm. Und gar nicht so wenig. Nee, das sind einige hundert Hektar. Ja, das stimmt wohl. Ja, also... Das gibt es in Berlin nicht, wa? Na, weiß ich nicht. Da kennst du dich aus Berlin, oder? Ja, ob sie da Wein anbauen, das glaube ich kaum. Nee, ne? Also. Was geben wir? Ein Wein, der wird sich im Glas noch unheimlich entwickeln. Wir haben ihn jetzt erst aufgemacht. Ja, wenn du das muss man schon dazu sagen. Ja, karaffierst, der entwickelt sich total im Glas. Also morgen ist er richtig spannend. Ist für mich ein 46-Punkte-Wein. Oh. Können wir da irgendwelche Blümchen einblenden später?
No Flower Gut. Power. No Flower Power. Einen Spronti kann man dazugeben. Nackappen. Ja. Also, aus Österreich, alles Gute zu Weihnachten. Mit 46 Punkten. Feiert schön. Sag den Wein nochmal. Ich zeig ihn nochmal. Ja. Ja, also Riede Langteufel, Nussberg, wieder gemischter Satz. Jahrgang hatten wir gar nicht gesagt. 16. 16. Ja. Findest du den jetzt irgendwie sehr kräftig oder so? Ich bin mir noch uneins, wie ich den finden soll. Der hat 14,5% Alkohol. Na, das schmeckst du nicht unbedingt, würde ich sagen. Nee. Also, da zeigt sich nochmal, der Wein hat einen super Extrakt. 46 Punkte hat er verdient. Nochmal frohe Weihnachten. Und einen guten Rutsch. Na, schauen wir mal, vielleicht melden wir uns noch vor Silvester. Auf jeden Fall frohe Weihnachten. Feiert schön, viel Gesundheit, Frieden. Nicht nur auf der Welt, auch in der Familie. Ganz wichtig an Weihnachten. Und trinkt was Vernünftiges. Aus Österreich oder Deutschland. Bis dann. Tschüss.